Wir werden jetzt gleich dann weitergehen. Die letzte Folie hat gezeigt, dass wir in dem Sinn von der Bundesverwaltung natürlich wichtige Informationen brauchen. Und dazu haben wir die Möglichkeit erhalten, Herr Bois vom Bundesamt für Bau und Logistik, der Direktor, einzuladen. Und er wird begleitet von Bruno Gigi, der dann gleich den zweiten Teil übernimmt. Und von dem her bin ich jetzt sehr gespannt, quasi nach dieser politischen Sicht nun auch gleich eine Sichtweise der Verwaltung in dem Sinn zu sehen. Und werde nun noch jetzt noch schnell die letzte Einstellung machen und dann kann es losgehen. Mesdames, Messieurs, je me réjouis à mon tour de pouvoir parler parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Mon exposé sera en allemand et je suis bien entendu de langue maternelle romande. Donc si vous avez après une ou deux questions à adresser, c'est volontiers qu'on y répondra. Also Ziel der folgenden Präsentation ist es, die wesentlichsten Herausforderungen zu präsentieren und kommentieren, die mit der Umsetzung der Gesetzgebung in Sache öffentliches Beschaffungswesen verbunden sind. Es wird in drei Teilen gemacht. Zuerst werden ein paar Eckwerte präsentiert und auch das Thema IT-Beschaffung im Verhältnis gesetzt. Dann wird Herr Gigi, Leiter KBB, Praxisbeispiele von Herausforderungen und Chancen präsentieren. Und am Schluss werde ich auch ein paar übergeordnete Aussagen machen. Zuerst, und das ist die erste Folie, ein paar Eckwerte. Frau Rietz, Frau Nationalrätin Rietz hat es gesagt, pro Jahr wird es um 40 Milliarden, da werden 40 Milliarden öffentliche Beschaffung in der Schweiz gemacht. Das entspricht 6% des Bruttoinlandproduktes zu laufenden Preisen. Und davon sind nur, zwischen Anführungszeichen, 5,6 Milliarden vom Bund beschafft. Das heißt circa 15%. Und bei diesen 15% ist der Anteil IT 10%. Das heißt, gesamthaft gesehen 1,2% der gesamten Summe. Eben, wie Sie es sehen, beim Bund bildet die IT-Beschaffung nicht das größte Beschaffungsvolumen. IT ist aber wichtig, ebenso wichtig wie die Beschaffung von Bauleistungen, intellektuellen Dienstleistungen oder Gütern sind. Bei der heutigen Gesetzgebung herrscht eine Vielfalt von unterschiedlichen Bestimmungen, die zur Intransparenz und zur Effizienz führt. Die Wirtschaft kritisiert die heutige Gesetzgebung und die Beschaffungsordnung ist gesamtschweizerisch betrachtet verbesserungsbedürftig. Das hat der Bundesrat erkannt und mit dem neuen EBÖB wurde dem Parlament einen schlanken, modernen und harmonisierten Gesetz zum Entscheid überreicht. Wichtig dabei ist die Harmonisierung der Beschaffungsrechte. In der Schweiz gibt es über 3000 Stellen, die öffentlichen Aufgaben oder Aufträgen vergeben. Wenn Sie an den Gemeinden denken, wenn Sie an den Kantonen denken und wenn Sie auch am Bund denken. Diese Vergabestellen entscheiden auf der Basis von unterschiedlichen Grundlagen, was für die Anbieter intransparent, undurchsichtig und aufwendig ist. Wesentlichster Vorteil des neuen Gesetzes ist die Harmonisierung. Die Mehrheit der Gesetzbestimmungen sind im EBÖB und in den vorgeschlagenen interkantonalen Vereinbarungen deckungsgleich. Das ermöglicht die Best Practices, von allen Seiten zu übernehmen. Also man kann Gesetz oder Praxis von Gemeinden auch auf der Bundesebene übernehmen. Und das haben die Harmonisierungsarbeiten als Ziel auch gehabt. Diese Harmonisierung sollte den Aufwand für die Anbieter reduzieren und somit die Effizienz der Beschaffungsprozesse erhöhen. Jetzt gehe ich zur Folie 3. Und diese Folie zeigt, dass mit der harmonisierten Gesetzvorlage ein Gleichgewichtspunkt gefunden wurde, die Interesse der Wirtschaft, Kantone, Städte und Gemeinden sowie des Bundes Rechnung trägt. Wirtschaftssektoren stellen aber dem Beschaffungsrecht auch zu Recht Ansprüche, die aus ihrer Spezialsituation entstehen. Ich möchte hier den Präsident der SIA, Herr Stefan Kadosch, zitieren. Er sagt,
dass intellektuelle Dienstleistungen nicht wie Güter beschafft werden dürfen und dass es unterschiedliche Regeln geben muss. Ich denke, er hat recht. Es stellt mir aber ein Problem, dass er recht hat. Eben, wie können wir dann dieses Problem lösen? Indem die Beschaffungsstellen die Umsetzungsfragen des neuen Beschaffungsrechts mit den entsprechenden Vertretern der Branchen besprechen. Das funktioniert sehr gut bei der Baubranche. Mein Anliegen wäre, dass wir es auch schaffen, die bisherigen konstruktiven Gespräche mit der IT-Branche weiter zu verfolgen und auch zu intensivieren. Hier ein paar von wichtigen Beispielen oder wichtigen Themen, die uns bereits heute beschäftigen und wo der Meinungsaustausch mit der IT-Branche sinnvoll ist. Herausforderungen der Digitalisierung, an welche wir bereits heute arbeiten, Vorgaben und Hilfsmittel, Bedarfsbeschreibungen, die die Erarbeitung von klaren Leistungsvorgaben ermöglichen, Beschaffung über den Lebenszyklus einer Applikation, Beschleunigung der Beschaffungsprozesse und zeitaufwendige Prozesse verkürzen, da die Informatiktechnologie einen schnellen Wandel unterliegt. CIMAT-Plattform, Chancengleichheit, Lohngleichheit, Jungunternehmer, die Revisionsvorlage und so weiter. Die Revisionsvorlage will den Auftraggebern und Anbietenden mit bedarfsgerechten Instrumenten möglichst weite Handlungsfreiheiten gewähren. Dabei werden auf Gesetzstufe nur die Grundsätze geregelt, um unnötige Einschränkungen zu vermeiden. Vielmehr wird es im Vollzug darum gehen, im Einzelfall eine der jeweiligen Komplexität angepasste Ausgestaltung des Beschaffungsverfahrens vorzunehmen. An dem arbeiten wir schon heute. Und als Illustration wird jetzt Ergigi aufzeigen, wie die Beschaffungsstellen die Umsetzungsfragen zu beantworten gedenken. Vielen Dank, Herr Brohr. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann Ihnen in der kurzen Zeit natürlich nur eine kleine Auswahl von Neuerungen des Entwurfs zum BÖB aufzeigen, welche aus unserer Sicht Chancen, aber natürlich auch Herausforderungen für eine optimierte IKT-Beschaffungspraxis mit sich bringen. Sie werden sehen, dass mit dem Entwurf versucht wird, den von Anbietern und Vergabestellen in den letzten Jahren erkannten Optimierungsbedarf am bisherigen gesetzlichen Rahmen für Beschaffungen umzusetzen. Da das Beschaffungsrecht jedoch für alle Beschaffungsgegenstände und Branchen passen muss und damit in allen Bereichen wirtschaftliche und effiziente Einkäufe möglich sind, gilt es im Gesetz die erforderlichen Spielräume, die vorhanden sind, wie Frau Ritz gesagt hat, auch beizubehalten für den Vollzug. Beschaffungen sind ein Instrument der Bedarfsverwaltung, weshalb mehr Spielräume auch weniger heikel sind, als es beispielsweise in der hoheitlichen Verwaltung der Fall wäre. Nun, wie kommen Vergabestellen zu Offerten und Lösungsansätzen, insbesondere innovative Lösungsansätze, die auf dem Markt vorhanden sind? Wir sind uns vermutlich einig, dass saubere Marktanalysen eine notwendige Voraussetzung für geeignete Beschaffungsdesigns sind, welche dann sowohl für Anbieter als auch Vergabestellen zu erfolgreichen Geschäftsbeziehungen führen. Bei besonders komplexen Vorhaben, intellektuellen Dienstleistungen oder eben wenn Innovation gefragt ist, kann eine Auftraggeberin oft nur unter Mitwirkung der Anbieterinnen beurteilen, welche Lösungen der Markt bietet und so den Beschaffungsgegenstand so definieren, dass es ihren Bedürfnissen entspricht. Trotzdem stellen wir fest, dass solche Marktanalysen oft nur sporadisch, rudimentär oder zaghaft durchgeführt werden. Jetzt, warum ist das so?
Die Vergabestellen befürchten bei der Marktanalyse, das Transparenz- oder Gleichbehandlungsgebot zu verletzen oder dass die beteiligten Projektmitarbeiter später aufgrund des Anscheins einer Befangenheit das Ausschreibungsverfahren nicht mehr begleiten können. Auf der anderen Seite, die Anbieter befürchten, dass sie später wegen Vorbefassung von der Teilnahme an der eigentlichen Ausschreibung ausgeschlossen werden. Jetzt kann es ja nicht sein, dass wir eine wirtschaftliche Tätigkeit so verrechtlichen, dass eigentlich zwingend notwendige Schritte unterlassen oder nur zaghaft vollzogen werden. Dem versucht der Entwurf zum BÖB entgegenzuwirken, indem er klarstellt, dass eine Marktanalyse nicht per se eine Vorbefassung zur Folge hat, sondern nur, wenn ein nicht ausgleichbarer Wettbewerbsvorteil eines Anbieters daraus resultiert. Stellt auch klar, dass nicht jeder Marktkontakt von Vergabestellenvertretern eine Befangenheit zur Folge hat, mit der Folge, dass dann eben die Person in den Ausstand treten muss, sondern es braucht hierzu zusätzlich hinreichend nachgewiesen zu sein, dass ein am Verfahren beteiligter Vergabestellenvertreter durch diesen Marktkontakt seine Unabhängigkeit verloren hat. Also hier kann nicht einfach auf die in der hoheitlichen Verwaltung geltenden Ausstandsregeln verwiesen werden. Wenn das spezifische Fachwissen der Anbieter und ihre innovativen Lösungen im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens abgeholt werden sollten, gab es schon bisher die Möglichkeit, eine funktionale Ausschreibung durchzuführen oder ein Dialogverfahren durchzuführen. Das hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Neu kommt dazu, dass auch im IKT-Bereich, also bei IKT-Beschaffungen wie im Bau, schon bisher, Planungs- oder Gesamtleistungswettbewerbe und Studienaufträge durchgeführt werden können. Das schaue ich als große Möglichkeit, als zusätzliches Instrument an, wo wir noch viel flexibler werden können in der Art, wie wir ausschreiben und in den Möglichkeiten, dass der Markt sich einbringen kann mit seinen Ideen. Neu kann also zum Beispiel im Hinblick auf ein IT-Großprojekt, bei dem der angestrebte Zielzustand vom Auftraggeber nur grob definiert werden kann, ein Ideenwettbewerb als Unterart von Planungswettbewerben durchgeführt werden oder als ein Projektwettbewerb ebenfalls eine Unterart von Planungswettbewerben. Für IT-Großprojekte, bei denen der angestrebte Zielzustand klar und definiert ist, kann ein Gesamtleistungswettbewerb zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und zur Vergabe der Realisierung dieser Lösung durchgeführt werden. Das gibt ein sehr großes Potenzial. In welchen Fällen das Wettbewerbsverfahren und der Studienauftrag im IT-Bereich eine geeignete Alternative oder sogar eine bessere Lösung zum Dialog und zu funktionalen Ausschreibungen sind, wird sich jetzt in der Praxisbildung weisen müssen. Das EBÖB sieht vor, dass der Bundesrat die besonderen Modalitäten für Studienaufträge und Wettbewerb im Bereich der IKT noch weiter ausführen wird. Also Sie werden sehen, im Gesetz sind da nur mal die Grundsätze geregelt. Als beispielhafte Neuerungen zur effizienten Abwicklung von Beschaffungsverfahren möchte ich die Möglichkeit oder die Regelung der Rahmenverträge und die Fristverkürzungsmöglichkeiten erwähnen. Im Gesetzesentwurf werden die gängigsten Ausgestaltungsmöglichkeiten von Rahmenverträgen und die Minimalanforderungen zur Sicherstellung der Beschaffungsgrundsätze neu, explizit und klar geregelt. Dadurch erhalten wir Rechtssicherheit für die Umsetzung im täglichen Geschäft. Begriffe werden geklärt, die heute oft vermischt werden, und der richtige Einsatz der Rahmenverträge wird so gefördert. Für die Beschaffung großer Mengen können Rahmenverträge wohlverstanden richtig eingesetzt zur Verbesserung des Wettbewerbs und zur Erhöhung der Effizienz beitragen. Rahmenverträge mit mehreren Zuschlagsempfängern können insbesondere aus wirtschaftlichen Überlegungen zur Vermeidung einer Abhängigkeit von nur einem Anbieter
zur Verhinderung von Versorgungsengpässen oder als Gefäß für strategische Partnerschaften Sinn machen. Für die Vergabe und den Abschluss eines Rahmenvertrags gelten keine besonderen, sondern die allgemeinen Grundsätze und Beschaffungsverfahren. Der Abruf jedoch der Leistungen unter einem Rahmenvertrag untersteht, wie im Übrigen alle Vertragsabwicklungen, dem Zivilrecht und nicht mehr dem Beschaffungsrecht. Nochmal, hier geht es um Bedarfsverwaltung und der Staat ist Marktteilnehmer und nicht hoheitlich unterwegs. Die individuellen Abrufe sind daher auch bei einem Zivilgericht anzufechten, wenn man nicht einverstanden ist, und nicht mit einer beschaffungsrechtlichen Beschwerde. Fristverkürzungen aufgrund elektronischer Abwicklungen. Der Entwurf zum BÖB regelt, dass die Minimalfrist von 40 Tagen für die Einreichung der Angebote um je 5 Tage verkürzt werden kann, wenn einmal eine Beschaffung elektronisch publiziert wird, wenn die Ausschreibungsunterlagen gleichzeitig elektronisch publiziert werden, beides heute mit CIMAP mindestens im Bund üblich, und in Zukunft, wenn die Angebote elektronisch entgegengenommen werden können. Insgesamt kann die Offerteinreichungsfrist also, wo sinnvoll selbstverständlich, um bis zu 15 Tage verkürzt werden. Verlängerungen sind natürlich nicht eingeschränkt. Diese neue Bestimmung gibt mehr Spielraum, die fallspezifischen Umstände zu berücksichtigen und die Verfahren dadurch zu beschleunigen. Dann als Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen, die ich hier aufgeschrieben habe, möchte ich hervorheben, dass der konsequente Kampf gegen die Korruption eines der Kernstücke der Revision des GPA 2012 ist. Von den Vergabestellen, da müssen wir uns darauf einstellen, werden dadurch in den Ausschreibungen griffige Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption und Interessenkonflikten verlangt. Das EBÖB bietet mit den Widerrufs- und Ausschlussgründen und den Sanktionsmöglichkeiten in den Artikeln 44 und 45 auch wirksame Instrumente für die Durchsetzung dieser Maßnahmen und ist wichtig dafür. Da alle Signatarstaaten des GPA zu solchen Vorkehrungen verpflichtet sind, können Schweizer Unternehmen, die sich an Ausschreibungen im Ausland bewerben, auch von einem Rückgang der Korruptionsrisiken durch die Konkurrenzfirmen im Ausland ausgehen oder zumindest von besseren Möglichkeiten, sich wirksam dagegen zu wehren. Ich komme zu den Herausforderungen. Betreffend geeignete Umsetzung des Gesetzes gibt es natürlich zahlreiche Herausforderungen, auf die ich hier nicht alle eingehen kann. Stellvertretend hier ein paar ausgewählte. Damit Wettbewerb, Dialog und funktionale Ausschreibung zu den gewünschten innovativen Lösungen führen können, besteht die hohe Kunst nun darin, ein genügend offenes und flexibles Bewertungssystem aufzustellen, das die Belohnung neuer Lösungsansätze mit Punkten bei der Evaluation auch tatsächlich zulässt. Gleichzeitig ist aber auch dem Transparenz- und Gleichbehandlungsgrundsatz Nachachtung zu verschaffen. Mit der Möglichkeit, die das Gesetz vorsieht, in solchen Fällen die Ausschreibung, in der Ausschreibung auf die Bekanntgabe der Gewichtung der ZK zu verzichten, ist es allein nicht getan. Rahmenverträge mit mehreren Zuschlagsempfängern müssen richtig eingesetzt werden. Da haben wir Konsens. Das heißt, Leistungsgegenstand und Umfang müssen genügend konkret und umgrenzt sein. Damit die kleine Konkurrenz in Anführungszeichen beim Abruf während der ganzen Dauer des Rahmenvertrags funktionieren kann. Wenn einzelne oder mehrere Zuschlagsempfänger nicht mehr bereit oder in der Lage sind, die abzurufenden Leistungen zu erbringen während des Rahmenvertragsdauer, wird der Sinn und Zweck dieses Vertragskonstrukts verfehlt. Dann werden neue Ausschreibungsverfahren erforderlich und dann haben wir gar nichts gewonnen als Mehraufwände und mehr Zeitaufwände. Anliegen wie die KMU-Förderung wurden anlässlich der GPA-Revisionsarbeiten
zwar diskutiert, aber letztlich in spezielle Arbeitsprogramme verwiesen, die nun in WTO-Arbeitsgruppen abgearbeitet werden. Bis wir da mehr wissen, können wir wie bisher geeignete Lose bilden und Bietergemeinschaften und Subunternehmer zulassen. Neu prüfen die Vergabestellen zurzeit Ausschreibungen von Rahmenverträgen spezifisch für strategische Partnerschaften mit KMU und innovativen Markteinsteigern. Hier gilt es, die geeigneten Einsatzgebiete für solche strategischen Partnerschaften zu finden. Dazu wird aus meiner Sicht noch etliches an Analyse- und Risikostrategiearbeit zu tun sein. Ein häufiger Grund für Abhängigkeiten von Anbietern oder Lösungen ist der Investitionsschutz. Die technische Lösung, Architektur, führt zu einer starken Abhängigkeit von einem Lieferanten. Die Wechselkosten bei einem Lieferantenwechsel sind durch die Auftraggeber kaum finanzierbar und die technischen oder betrieblichen Risiken nicht tragbar. Das hat übrigens dazu geführt, dass eben dieser neue Freihändertatbestand im GPA, betone ich, dazugekommen ist, damit auch da die geeigneten Möglichkeiten bestehen, unter Einhaltung natürlich von Transparenz und restriktiver Anwendung, selbstverständlich. Mögliche Lösungsansätze zur Reduktion solcher Abhängigkeiten gibt es etliche. Bei allen in Frage kommenden Maßnahmen ist aber darauf zu achten, dass die Auftraggeber nicht von der Abhängigkeit von Produktherstellern oder Produkten, in Form von Schutzrechten beispielsweise, in eine Abhängigkeit von Dienstleistungserbringern aufgrund deren speziellen Know-hows geraten. Schließlich werden die Neuerungen und die geeignete Umsetzungspraxis nun möglichst rasch und breit zu schulen sein, was eine Herausforderung ist. Entsprechende Vorbereitungen sind bei Strategieorganen und beim Kompetenzzentrum Beschaffungswesen zusammen mit Vertretern der zentralen Beschaffungsstellen des Bundes, Kantonen und Gemeinden in Arbeit. Damit schließe ich und gebe das Wort zurück an Herrn Roy und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. En français, je vais dire les trois ou quatre messages principaux que j'aimerais donner à la fin de cette présentation. Je les répéterai en allemand. La première chose, c'est pour les achats publics dans le domaine de l'informatique, le projet de loi qui est transmis au Parlement est une chance. Est une chance parce que cela permet d'harmoniser les lois et ce projet de loi ouvre la porte à de nouvelles solutions et à de nouveaux achats orientés vers la modernité. Le deuxième point en français, c'est que le projet de loi permet de donner une liberté d'action et permet d'exploiter cette liberté d'action. Ainsi, les principes vont ou sont réglés au niveau de la loi et dans la mise en œuvre, il s'agira de définir la manière avec laquelle cette loi sera appliquée. Ce qui est aussi important pour nous, c'est que la mise en œuvre de cette loi soit accompagnée de formations adéquates pour que les pouvoirs adjudicateurs n'aient non seulement les principes, mais aussi les outils qui leur permettent d'adjuger et d'acheter des prestations selon ce que la loi et le législatif souhaitent. Also schließlich ein paar Wörter für die öffentlichen Beschaffungen von IKT ist die Ebe eine Chance, weil sie die Gesetzharmonisierung ermöglicht und die Tür für neue, moderne und effiziente Beschaffungen öffnet. Die Revisionsvorlage will den Auftrag geben, und Anbietenden mit modernen Instrumenten möglichst weite Handlungsfreiheiten gewähren. Daher werden auf die Gesetzstufe nur die Grundsätze geregelt, und um unnötige Einschränkungen zu vermeiden. Im Vollzug wird es darum gehen, im Einzelfall eine der jeweiligen Komplexität angepasste Ausgestaltung der Beschaffungsverfahren vorzunehmen. Entsprechend werden auch die Beschaffungsstellen ausgebildet. Die Vergabestellen und das BBL sind offen, um die sich beim Gesetzvollzug zu klärenden Fragen mit den betroffenen Akteuren zu besprechen. Und hier möchte ich die beiden Grundsätze von Frau Nationalrätin
kurz erwähnen, also Vertrauen und Transparenz. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.